Hallo und herzlich willkommen zu Bewegungskind, deinem Podcast für einen bewegten Alltag. Mein Name ist Marie Dittrich, ich bin zweifache Mama, Fitnesscoach und Personal Trainer für Medical Fitness und Tanztrainerin. Ich habe ein Herzensthema, ich möchte Bewegung in die Welt und in den Alltag von Familien bringen und ich bin wirklich, wirklich dankbar, dass ich auch dich dazu inspirieren darf, mehr Bewegung in deinen Alltag zu bringen. Bevor ich jetzt mit meinem heutigen Thema richtig loslegen werde, für dich die kleine Info, ich befinde mich gerade in unserem Bus im Elbsandsteingebirge. Daher kann es passieren, dass du vielleicht den einen oder anderen Vogel hörst oder auch ein Auto, was jetzt hier an dem Wanderparkplatz vorbeifährt. Und ich hoffe natürlich, dass du dich jetzt davon nicht irritieren lässt und du trotzdem meinem Thema folgen kannst. Genau, hier im Elbsandsteingebirge hat das auch im Großen und Ganzen auch seinen Ursprung. Ich werde ganz oft darauf angesprochen, dass ich hier barfuß wandere. Mittlerweile ist es auch so, dass meine ganze Familie, also meine Kinder und mein Mann und ich, alle vier barfuß laufen und auch so ziemlich über sämtliche Untergründe laufen. Der einzige Belag, der mir so ein bisschen im Sommer Probleme macht, ist Asphalt, weil der extrem sich erhitzt und das natürlich dann auch nach einer Weile auf der Haut Blasen hinterlassen kann. Aber ich merke halt zunehmend, dass viele Leute sich auch dafür interessieren und dass sie zwar erst skeptisch sind, aber dann auch wirklich, wirklich hin und weg sind von der ganzen Geschichte barfuß laufen. Ich möchte dich kurz abholen, wie ich dazu gekommen bin. Ich habe ja schon mal erwähnt, bei mir ist es wirklich so, dass mein Fuß, wenn man es übertrieben sieht, breiter ist als lang. Also ich habe in der Länge eine 36 und in der Breite locker eine 39 bis 40. Somit habe ich mein ganzes Leben unter zu kleinem Schuhwerk gelitten. Meine Füße waren richtig zusammengeklebt oder meine Zehen waren richtig zusammengeklebt und ich hatte wirklich Schmerzen, ich hatte, ja, auch wenn man da vielleicht nicht so gerne drüber spricht, ich hatte so richtige kleine Wucherungen und Druckstellen zwischen den Zehen, Hühneraugen, ähnliche Gebilde und das ist halt einfach wirklich eine schmerzhafte Angelegenheit gewesen. Als dann diese ganze Barfuß-Geschichte so ein bisschen aufkam, habe ich dann auch mal dann drüber nachgedacht, weil ja natürlich dann immer wieder auch dieser Fakt kam, dass die Schuhindustrie ja eine Größe vorgibt und unsere Füße dort reinpassen sollen. Und die Norm sagt dann quasi, wie mein Fuß auszusehen hat und nicht andersrum. Ich bin auch wirklich dankbar gewesen, als dann die Industrie immer mehr Barfußschuhe herausgebracht hat. Habe da auch viel probiert. Habe da jetzt auch schon meine Lieblingsmarke und ja, habe auch im Prinzip so angefangen. Ich habe mit Schuhen angefangen, die wirklich eine ganz, ganz dünne Sohle hatten, quasi schon fast wie eine dickere Socke gestaltet sind, wie die Socken von unseren Kindern, diese ABC-Socken quasi. Und habe da zum ersten Mal gespürt, wie gut sich Laufen oder Gehen anfühlen kann, wenn man nicht seinen Fuß einsperrt. Kurz danach kam natürlich dann auch dieses unangenehme Gefühl im Fuß, wenn dann der Muskelkater eintritt, weil es ist halt wirklich so, wenn du deinen Fuß langfristig in Schuhen einsperrst, dann verkümmert die Muskulatur. Wenn man sich jetzt mal überlegt, wenn man ein Gipsbein hat oder auch wenn man es noch überspitzt da einfach mal darstellen möchte, nur als Bild, stell dir vor, dein Körper befindet sich in einer Kiste und du kannst dich nicht bewegen. Nach ein paar Wochen, spätestens nach Monaten, wird deine Muskulatur so verkümmert sein, dass du nicht mal mehr laufen kannst. Und das ist halt einfach auch so bei unseren Füßen. Ich kenne es noch von der älteren Generation, also Eltern und Omas, denen ja eingeredet wurde über viele, viele Jahre, dass ein Schuh ein vernünftiges Fußbett haben muss und dass die Füße brauchen. Die Füße brauchen ein vernünftiges Fußbett. Ja, aber dieses Fußbett bzw. diese dicken, unbeweglichen Sohlen
schaffen nur eins, dass die Muskulatur unseres Fußes rein gar nichts machen muss. Die Muskulatur verkümmert und ist leider, leider schon bei den ganz Kleinen. Also ich sehe auch immer wieder Kinder, die eine ganz, ganz dicke, unbewegliche Sohle haben. Häufig auch leider, 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 ich muss es sagen, aus irgendwelchen Supermärkten Schuhe. Es mag sein, dass es da sicherlich auch gute Schuhe gibt. Das möchte ich jetzt nicht über einen Kamm scheren. Allerdings ist es wirklich so, dass viele Schuhe, und ich habe sie mir angeschaut oder ich schaue es mir auch ab und zu mal an, wenn ich mal im Supermarkt bin, man kann die Sohlen nicht bewegen. Wie soll dann der Fuß die bewegen von unseren Kindern? Deshalb bin ich auch echt froh. Ich bin wirklich froh, dass viele Physiotherapeuten mittlerweile wirklich ihre Stimme nutzen und rausgehen und auch richtig deutlich sagen, Kinder, die Füße müssen raus. Die Füße müssen an die frische Luft und die müssen bewegt werden, sonst verkümmert die Muskulatur. Und natürlich, unsere Orthopädie, die kann dann Einlagen verschreiben und die mögen sicherlich erstmal Abhilfe schaffen. Aber langfristig wird sich an dem Problem nichts ändern, weil die Muskulatur wird durch die Einlage sicherlich gestützt, aber nicht trainiert. Und da ist das Problem. Solange der Fuß nicht die Möglichkeit hat zu arbeiten, auch mal Untergründe auszugleichen, zu greifen, die mit den Zehen zu greifen, auch mal eine Anspannung reinzubringen im Gewölbe, solange wird die Muskulatur nicht gefordert, nicht gefördert und auch nicht gestärkt. Wie kannst du also jetzt anfangen? Wie kannst du wirklich anfangen, deine Fußmuskulatur zu trainieren? Ich habe auf YouTube ein Video hochgeladen, wo du ein paar Übungen für deine Füße findest. Schau dir das gerne an und probier es aus. Du kannst die Übungen überall machen. Ich habe das jetzt hier im Elbsandsteingebirge gemacht und habe dafür kleine Steine und Stöcker benutzt. Du kannst aber genauso gut zu Hause die Bausteine deines Kindes nehmen oder einen Kochlöffel, einen Ball oder was auch immer, was du gerade findest. Sei da kreativ. Ich habe dir im Video auch ein paar alternative Gegenstände mit reingeschrieben. Und wie gesagt, probier es aus. Die Übungen kannst du immer wieder machen und so schon mal deine Fußmuskulatur darauf vorzubereiten, was sie eventuell erwartet. Denn diese Muskulaturen sind natürlich alle sehr klein und fein, aber total wichtig. Wenn du dir jetzt noch mal ganz kurz ein Bild vorstellst, du willst ein Haus bauen. Und du baust es auf Sand. Dein Haus wird nicht lange da stehen. Das wird einbrechen. Oder wird Risse bekommen. Oder. Und so ist es auch mit unseren Füßen. Unsere Füße sind unser Fundament. Die sind das Fundament unseres Körpers. Und auch wenn es einige immer so ein bisschen so klingen, als wenn sie ihre Füße am liebsten abschneiden würden, weil sie sie entweder hässlich finden oder zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn, zu nass, zu trocken oder was auch immer, zu krüppelig. Sie sind trotzdem dein Fundament. Sie sind das Fundament von deinem Körper. Und deswegen ist es wirklich wichtig, dass man daran was macht. Am besten anfangen kannst du tatsächlich mit diesen kleinen Übungen, die ich gerade schon erwähnt habe, und dann langsam, aber stetig barfuß laufen. Zum Beispiel in der Wohnung. Braucht man da Hausschuhe? Ich weiß, mit der Kita habe ich da immer mal wieder meine liebe Not, dass die Hausschuhe möchten. Und das sehe ich auch ein. Das Verletzungsrisiko ist sicherlich hoch und so weiter und so fort. Trotzdem achte ich darauf, dass die Hausschuhe bei meinen Kindern immer eine sehr flexible Sohle haben. Und also habe auch sehr häufig dann wirklich nur so eine Ledermokassins für meine Kids. Aber zu Hause gibt es bei uns gar keine Hausschuhe. Es gab auch noch nie Hausschuhe. Natürlich, jetzt kommt das Argument kalte Füße. Ja, okay, dafür gibt es Socken. Dafür gibt es auch Socken in meinem Haushalt. Und ja, man braucht keine Hausschuhe. Es ist einfach mal totaler Irrsinn, seine Schuhe wirklich 24 Stunden am Tag außer im Bett einzusperren. Und das bringt letztendlich auch nichts. Es bringt rein gar nichts, außer dass die Dinger ständig rumliegen. Deswegen probiere zum Beispiel erstmal zu Hause die Hausschuhe abzuschaffen und wirklich barfuß zu laufen.
Wenn du im Garten einfach mal über deine Wiese läufst, versuch das einfach mal aus, wie sich das anfühlt für dich. Und du wirst einfach merken, zum einen, du spürst diese Untergründe. Ich finde das so herrlich, wenn ich hier wandern gehe, barfuß, einfach diese verschiedenen Untergründe zu spüren, das Gras zu spüren, den nassen Boden, wenn es geregnet hat oder früh am Morgen, wenn der Tau noch ganz frisch ist. Und auch mal durch eine Pfütze zu laufen, auch den Staub zu merken. Und ja, ich finde es einfach wirklich richtig, richtig, richtig wundervoll. Ich glaube, auch deine Kinder werden es mögen. Das Problem ist halt auch, wie mit allem, wenn du deinen Kindern vorlebst, dass Schuhe sein müssen, werden die es auch tun. Ich sehe ganz viele Kinder, die können nicht mehr über die Straße laufen barfuß, weil es ihnen an den Füßen wehtut. Ja, das ist tatsächlich so. Am Anfang mag das pieken, aber das geht rucki-zucki, das geht wirklich wahnsinnig schnell. Das innerhalb von Tagen schaffst du es, dass, oder schafft dein Körper es, dass die Haut sich an diese Belastung gewöhnt. Und dein Fuß oder deine Muskulatur arbeitet perfekt dagegen. Wenn da ein spitzer Stein ist, auf den du auftrittst, reagiert dein Körper sofort über das zentrale Nervensystem, dass er die Entlastung quasi von der Druckstelle nimmt. Und das ist wieder richtig gut für deinen Gleichgewichtssinn. Und auch für die Durchblutung deiner Füße im Übrigen. Genau. Probiere also wirklich kleine Strecken zu Fuß zu laufen. Und wenn du es einfach nur vielleicht mal nutzt, barfuß oder auf Socken, du kannst ja einfach ein paar Socken, die nur dafür da sind, in dein Schuhregal legen. Einfach mal auf Socken zur Mülltonne laufen oder mal zum Nachbarn gehen oder was auch immer du magst, so kleine Strecken einfach mal auf Socken oder einfach wirklich barfuß mal laufen. Und ich rede jetzt nicht davon, dass du im Winter jetzt barfuß laufen sollst, sondern dass du jetzt die warmen Tage nutzt, das einfach mal zu probieren. Und du wirst sehen, Stück für Stück gewöhnt sich dein Fuß daran. Stück für Stück können die Strecken immer länger werden. Ich habe es zum Beispiel, als ich angefangen habe, barfuß wandern auszuprobieren, habe ich mir Schuhe eingepackt, ich bin losgelaufen und wenn ich gemerkt habe, oh, irgendwie wird es gerade anstrengend, weil du merkst dann irgendwann, dass deine Fußmuskulatur einfach nachlässt, weil die ist natürlich auch irgendwann müde und das ist definitiv richtig, richtig, richtig anstrengend für deinen Fuß und für deine gesamte Beinmuskulatur im Übrigen. Ich habe dann, wenn ich es mal übertrieben habe, was du natürlich nicht machen sollst, auch mal leicht so ein leichtes Ziehen in der Wade beziehungsweise dann zum Knie hin verspürt. Spätestens dann solltest du aufhören und dir Schuhe anziehen. Mittlerweile habe ich selten Schuhe bei. Selten. Weil ich brauche sie einfach nicht mehr. Ich laufe einfach und ich kann auch locker meine 8-Stunden-Wanderung durchlaufen, barfuß. Es macht mir nichts mehr aus. Allerdings trainiere ich auch meinen Fuß. Jetzt gerade im Winter, wo man relativ wenig wirklich barfuß läuft. Ich habe zwar Barfußschuhe an, aber die nehmen trotzdem immer noch sehr, sehr viel weg. Trainiere ich trotzdem meine Fußmuskulatur immer mal. Habe zum Beispiel, wenn ich Workouts mache, ziehe ich meine Schuhe aus. Ich habe keine Schuhe an beim Workout, weil da nehme ich ja meinem Fuß auch das potenzielle Training weg. Deswegen probiere doch vielleicht auch einfach mal das aus, dass du wirklich, wenn du zu Hause ein kleines Workout machst, dass du einfach mal die Schuhe ausziehst und deinen Fuß einfach daran teilhaben lässt. Das ist echt toll. Wichtig ist auch für dich, dass du Stück für Stück langsam dich rantastest, Stück für Stück die Strecken länger werden lässt. Du wirst sehen, es wird immer mehr werden und du wirst auch überrascht sein, wie schnell das geht. Ich habe im letzten Jahr mit einer Freundin das ausprobiert, mit der war ich im Elbsandsteingebirge und die hatte ich kurz vorher, ich glaube 1 oder 2 Wochen vorher, hatte ich sie so ein bisschen damit angesteckt, mit diesem Barfußlaufen. Und sie konnte tatsächlich den Großteil dieser Wanderung auch barfuß absolvieren. Auch auf allen Untergründen und mit allen Gegebenheiten. Sie hat natürlich, wenn wir waren, haben auch eine Strecke gemacht, wo so eine kleine Kletterpassage war, über so Steigbügel. Und da hat sie die Schuhe angezogen und hat sie danach wieder ausgezogen. Und das ist halt echt, das ist auch so eine Sinnesgeschichte. Du bist total achtsam. Ich werde zum Beispiel ganz oft angesprochen von Leuten, wenn die mich sehen, wenn ich barfuß wandern gehe, ob ich
keine Angst habe, dass ich mich verletzen könnte und ob es mir nicht weh tue. Nein, es tut mir schon lange nicht mehr weh. Wie gesagt, das ist eine Gewohnheitssache und es passiert relativ schnell, diese Gewohnheitssache. Und verletzt habe ich mich noch nie in der ganzen Zeit. Ich stoß mir wirklich den Fuß, wenn ich einen Schuh anhabe, ja. Aber ich habe mich noch nicht verletzt. Natürlich habe ich mal da einen kleinen Kratzer, aber das kann mir überall passieren, ja. Das ist wirklich so, ich habe mir noch nie was eingetreten, ich habe noch nie einen blauen Zeh gehabt oder mir einen Nagel abgerissen oder was auch immer da vielleicht in den Köpfen der Menschen so ist, was sie daran hindert, einfach mal die Füße rauszulassen. Und wenn du jetzt vielleicht mit dem Argument kommst, was ich auch immer gerne von meiner Oma und meinem Opa, glaube ich, hat das auch immer gerne gesagt, gehört habe, wenn du Schuhe anhast und du wanderst und ziehst dann die Schuhe aus, dann werden die Füße auf einmal so groß, dass du nicht mehr in den Schuh reinkommst. Ja, dann sollte man dringend andere Schuhe kaufen, weil wenn dein Fuß beim Wandern anschwillt, dann hast du auch in deinem Schuh Probleme, weil letztendlich ist es so, der Schuh sollte passen, wenn der Fuß angeschwollen ist. Ich mache es zum Beispiel im Hochgebirge, wo wir auch häufig unterwegs sind und da habe ich definitiv Schuhe an. Aus Sicherheitsgründen, das muss man halt auch immer abwägen, wo befinde ich mich? Und hier im Elbsandsteingebirge, das ist ein sicheres Gelände, also da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Hochgebirge ist eine ganz andere Geschichte, da habe ich Schuhe definitiv an. Und da mache ich so, wenn ich da mal die Möglichkeit habe, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Pause mache, ich ziehe die Schuhe aus. Wenn ich da einen geilen Bergbach habe, dann hänge ich da meine Füße rein, laufe da die ganze Zeit rum. Und sobald wir abends wieder am Bus sind, wir sind immer im Bus unterwegs, als kleine Randinformation, da bin ich barfuß. Ich habe so eine Puschen quasi, das sind auch wie Socken mit einer wasserdichten Sohle, wie die ABC-Socken unserer Kinder. Und die habe ich dann halt abends an. Ich finde das wirklich auch sehr, 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 sehr erholsam, wenn meine Füße nach einer richtig langeren Hochgebirgswanderung oder nach einem langen Lauf im Gebirge beansprucht wurden in den Schuhen und ich dann einfach mal wirklich meine Füße rauslassen darf. Ich habe auch das Gefühl, die atmen auch jedes Mal auf. Sie legen sich wahrscheinlich auch mal, oh, endlich. Also so habe ich immer das Gefühl und ja, genau. Was für dich vielleicht noch wichtig ist, deine Füße werden sich definitiv verändern, wenn du regelmäßig barfuß läufst. Deine Füße werden die normale, ursprüngliche V-Form annehmen. Das heißt, deine Zehen werden auffächern, auch wenn du vielleicht denkst, das ist unmöglich, aber die werden tatsächlich in der Breite wachsen. Und denk jetzt nicht, oh nein, dann kann ich das nicht machen, ich möchte das nicht. Aber das ist die normale, von der Natur gewollte Form. Diese Form benötigt dein Körper, um wirklich stabil stehen zu können. Und da ist nun mal wirklich das Problem, dass wir unsere Füße verformen durch nicht 100% passendes Schuhwerk, weil die Industrie das einfach auch nicht machen kann. Wie sollen die denn einen individuellen Schuh machen? Das ist nicht wie früher, wo der Schuster die Schuhe ausgemessen hat und da ein individuelles Paar gemacht hat. Das ist ja wirklich eine Industrie, wo wir jetzt unsere Schuhe herbekommen in den meisten Fällen. Und deswegen, dein Fuß braucht das eigentlich. Der braucht das wirklich, dass er sich entfalten kann, dass er auffächern kann. Und dass so eine ganzen Verkrümmungen und Verformungen der Zehen, wie sie wirklich, wirklich so viele Menschen mittlerweile haben, auf die ich jetzt für die heutige Podcast-Folge jetzt nicht näher eingehen möchte, aber dass die tatsächlich auch ein Stück weit zurückgehen können und dass du auch wirklich dafür trainieren kannst, dass wirklich Krankheitsbilder der Zehen wieder gemindert werden und auch teilweise wirklich aufgehoben werden können. Du musst halt einfach für dich schauen, was möchtest du? Was möchtest du? Möchtest du einen gesunden Körper haben oder möchtest du den Fuß weiter einsperren? Was ich dir wirklich empfehlen kann, ist, wenn du eine Veränderung deiner Füße feststellst, dass du wirklich darauf hörst, dass du dir es anschaust, dass du vielleicht auch deine Füße mal ausmisst oder vielleicht einfach mal auf einem Blatt Papier abpaust und dass du nach ein paar Monaten, wenn du jetzt barfuß gelaufen bist, einfach nochmal den Fuß darauf stellst und schaust, okay, wie weit ist er gewachsen. So kannst du es erstmal ein bisschen auch im Auge behalten. Brauchst du eventuell einen neuen Schuh? Da es natürlich auch nicht förderlich ist, wenn du am Ende Blasen bekommst, weil du in deine alten Schuhe reingehst und dann auf einmal merkst, aua, aua, der ist ja viel zu klein geworden.
Dein Fuß ist ja auf einmal viel breiter. Und es liegt tatsächlich nicht daran, dass dein Fuß irgendwie angeschwollen ist an dem Tag, sondern einfach, weil dein Fuß auffächert und in seine natürliche Form sich begibt. Genau. Wenn du sagst, Barfuß ist gar nicht so mein Ding, wie gesagt, schau dir an, was es für eine wundervollen Barfußschuhe gibt. Es gibt wirklich ganz, ganz tolle Designs mittlerweile, tolle Farben, alle Stilklassen gibt es da, vom Business-Schuh bis zum Freizeitschuh, Wandern, Laufen, alles. Es gibt wirklich sämtliche Schuharten jetzt auch als Barfußschuh. Ich bevorzuge die Schuhe von Wittling. Die mag ich ganz gerne, weil die auch echt so ein bisschen auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz so ein bisschen achten. Und ich auch das ganze Konzept und das Design total toll finde. Ja, genau. An der Stelle kleine Randbemerkung. Ich habe keine Partnerschaft mit denen oder irgendwie bezahlte Unterstützung von der Firma. Ist auch nicht nötig. Ich finde, die machen wirklich eine gute Arbeit. Ich mag die Schuhe. Und für mich ist es keine Rede, dass ich auch regelmäßig neue Schuhe brauche, weil die Barfußschuhe natürlich auch wie jeder andere Schuh irgendwann mal seine Schwächen haben. Und das sind nun mal Schuhe, die wirklich in nur einen sehr, sehr, sehr geringen Kontakt zwischen dem Fuß und dem Boden darstellen. Das kann natürlich bei Weitem nicht so lange halten wie ein richtig, richtig, richtig dicker Bergschuh beispielsweise. Das ist klar, dass die Sohle da relativ schnell in Mitleidenschaft gezogen wird. Also bei mir, meine Barfußschuhe haben jetzt immer im Schnitt 1,5 bis 2 Jahre gehalten. Ich habe jetzt einen Barfußschuh, den trage ich sogar schon 3 Jahre. Aber der hat, muss ich gestehen, auch schon das ein oder andere kleine Löchlein. Aber für mich, um den mal schnell drüber zu ziehen, reicht es. Dann noch ein letzter Punkt, über den ich mit dir da sprechen möchte, ist, dass ich wirklich überall barfuß laufen würde, es aber die Gesellschaft einfach nicht möchte. Es gibt die Reaktion, die ich dir schon beschrieben habe, dass viele interessiert daran sind. Dann gibt es die Zweifler und die Ängste haben vorm Barfußlaufen, die halt denken, dass das Verletzungsrisiko zu groß sei. Und dann gibt es auch die, die das einfach ablehnen. Und diese Ablehnung, die habe ich gespürt, als ich im letzten Jahr zum Beispiel bei einem Bäcker bei uns in der Umgebung ein Brot kaufen wollte und wir gebeten wurden, meine Kinder und ich, dass wir wieder die Filiale verlassen und wir nur diese wieder betreten sollen, wenn wir Schuhe anhätten. Ich kann es einfach nicht nachvollziehen, weil meine Füße sind nicht dreckiger oder sauberer als die Schuhe, die andere anhaben. Und ich kann es halt einfach nicht nachvollziehen. Nachdem ich die Dame gefragt habe, warum ich das Geschäft verlassen soll und nur mit Schuhen betreten darf, hat sie mir gesagt, dass es einen versicherungstechnischen Grund habe. Ich habe das akzeptiert, ich kann es nicht verstehen, aber ich habe es akzeptiert, bin raus und habe seitdem immer ein paar Schuhe dabei. Ich habe ja Gott sei Dank einen großen Kinderwagen, wie ihr wisst. Da habe ich die immer drin und ja, unsere Schuhe haben alle so eine kleine Lasche hinten. Das ist auch sehr, sehr schön übrigens an Wildlingen, dass die hinten die Lasche haben. Man kann also schnell mal einen Karabiner durchziehen und die einfach mal in den Rucksack packen, wenn man auch mal ohne Wagen unterwegs ist. Genau. So viel erstmal zu meiner ersten Runde Barfußlaufen. Wenn du zu diesem Thema Fragen hast, scheue dich nicht. Schreib mich an, erzähl mir vielleicht auch deine Barfußgeschichten. Welche Erfahrungen hast du damit gemacht? Hast du es ausprobiert? Belehrst du mich vielleicht eines Besseren und erzählst mir vielleicht deine Erfahrungen hinsichtlich oder deine negativen Erfahrungen hinsichtlich Barfußlaufen. Ich bin mega gespannt, wie du zu dem Thema stehst und welche Erfahrungen du hast. Ich freue mich, wenn wir uns da einfach austauschen. Meine Kontaktdaten werde ich dir in meinen Shownotes nochmal verlinken und natürlich auch das Video, was du dir ab heute auf meiner Homepage www.bewegungskind.com oder auf YouTube ansehen kannst. Zum Schluss kann ich dir nur sagen, ich und mein Körper haben sich wahnsinnig verändert, seitdem ich barfuß laufe. Ich habe nur positive Dinge davon erfahren dürfen, aus Sinnessicht, aus gesundheitlicher Sicht, aus muskulärer Sicht. Und ja, ich bin einfach wirklich hundertprozentig davon überzeugt und würde niemals zulassen, dass meine Kinder Schuhe anziehen, die ihren Fuß verformen. Und nur ein kleiner Gedanke am Rande, wenn du jetzt sagst, meine Kinder dürfen nicht barfuß laufen, weil ich habe Angst, dass sie sich erkälten. Du wirst nicht von kalten Füßen krank, du wirst von Bakterien und Viren krank. Und wenn
dein Kind sich erkältet, dann war die Schwäche schon im Körper. Und ja, natürlich kannst du es verzögern, wenn du darauf achtest, dass die Füße warm sind. Und natürlich ist es insgesamt fürs Wohlbefinden viel, viel, viel wichtiger, dass die Füße warm sind, als dass sie kalt sind. Aber ich verspreche dir, wenn meine Kinder oder wenn ich und auch mein Mann, wenn wir kalte Füße bekommen, ziehen wir Socken an oder Schuhe. Also Barfußschuhe. So, jetzt mache ich aber Schluss und hoffe natürlich, dass ich dich dazu inspirieren konnte, das Barfußlaufen und die Befreiung deiner Füße zumindest einmal auszuprobieren und es auch für deine Kinder zugänglich zu machen. Ich wünsche mir für dich und auch für deine Kinder, dass du den Genuss wahrnehmen kannst, Gras, Sand, Dreck, Wasser, alles, was die Natur zu bieten hat, unter deinen Füßen zu spüren. Ich freue mich auf das nächste Mal, wenn wir uns hören und bis dahin bleib bewegt. Bis ganz bald, deine Marie.